Freunde. Die Reise geht los. Malik, wenn du das hier siehst, ich komme nur, dich zu ärgern. Ich bin hier am Flughafen und ich muss hier noch eine Folge schneiden. Ich bin in der Türkei angekommen. Ich warte jetzt auf Abu und Malik und dann werden wir die Kacke rauslassen. Digga, ich bin so gespannt. Es wird süß. Ihr werdet einfach Live-Zeuge von der ersten Begegnung. 34,8, Friends. Bruder. Ey, Walla, richtig lange nicht gesehen, Bro. Oh mein Gott! Gebt euch das. Das ist ein richtiger Adamsinn. Weil wir hier feststecken, er hat einfach 3000 Kilometer Reise auf sich genommen. Das Ding ist, ich bin auch breit geworden. Ich kann dich jetzt auch aufheben. Digga, mach mal. Oha! Was ist nochmal dieses Wort, was du immer sagst im Stream? Was? Ja? Nein! Das Wort, wonach ich auf der Suche war, war Juch. Schreibt jetzt in die Kommentare 34,8 Gang, Digga, los! Walla, voll der Süße, guck mal. Er wollte einfach ein Eiskaffee-Latte für uns. Danke, Atilavi. Ey, guck mal bitte, wisst ihr, was mich abfällt? Kennt ihr das, wenn ihr zwei Stories auf Instagram postet und erst die zweite wird gepostet, danach die erste. Guck mal, ich habe das gepostet und es kam halt dazu, dass Maestro Abi mich geküsst hat auf meinen Kopf. No homo. No. Und guckt mal, bitte wie strange. Die Leute haben jetzt zuerst das gesehen. Also es wurde einfach nur gepostet, die haben mich geküsst hat. OnlyFans aufmachen? OnlyFans. Boah, das hat schon Drip, dass du jetzt mit Ehering hier sitzt. Ja, das hat echt Drip. Guck mal, jetzt kleine Ehegeschichte. Ihr feiert das immer. Gestern, sie hat den ganzen Tag in der Küche gestanden, okay, und hat gekocht und sowas. Hat's super gemacht. Boah, Attila, bitte red jetzt nicht schon wieder stundenlang gut über deine Frau. Ich habe das Video gedreht, was heute Morgen online gekommen ist. Ich habe es nicht geschafft, fertig zu schneiden. Also habe ich es wo weitergeschnitten? Am Flughafen. Oh, so, pass auf. Gerade wo letzte Call ist für reingehen, habe ich auf Rendern gedrückt. Und das wird ultra heiß und ich halte das auf eine Hand. Meine Hand verbrüht so. Ich gehe so rein. Es ist fertig gerendert. So. Meine Augen! Meine Augen! Alle Leute gucken uns an, Wallah, ich fühle mich gerade ein bisschen schiss. Ich bin verheirateter Mann, Alter. Ich bin erwachsen. Ey, weißt du, was hier krass ist in der Türkei? Bro, wenn du sagst, dass du Blogger bist, die tun so, als ob du unnormal den heftigen Beruf hast. Du kennst es doch in Deutschland, wenn du sagst Blogger, hör ja, Hara. So. Du bist in Deutschland, du musst dich schämen dafür. Ja, du so machst genau. YouTube so, nein, ich arbeite bei der Box. Und hier die Leute so. Bro, ich habe schon locker durch diese Masche, dass ich Leuten erzähle, dass ich Blogger bin, 20 türkische Abonnenten bekommen. Ja. Boah. Ich schwöre, also irgendwelche Mustafas. Mehmet gucken meine Videos, ohne ein Wort zu verstehen. Hast du die Story zu Ende erzählt? Ich habe das fertig gerendert. Flugzeug fängt sich an zu bewegen. Ich so, ich muss es hochladen. Ich drücke auf Upload. Bruder, es ist schon am Abheben fast. Ich habe es mit Airdrop schnell auf mein Handy geschickt. Ich habe falsche Namen angeklickt. Da kam mein Name und dann kam noch ganz viel andere Flugzeug. Ist das so hochgerutscht und ich drücke. Du hast das irgendeinem Random geschickt. Der Random hat auf jeden Fall eine Anfrage von mir bekommen. Okay. Dann, ich drücke auf meinen richtigen Namen. Also ich empfange das auf einmal dieser Random. Er will mir auch was schicken. Ich schwöre. Das war safe irgend so ein Typ, der da einen TikTok draus machen wollte. Last time I was in a flying crash. Das Flugzeug war schon, ist schon abgehoben. Da stand noch so 7 Sekunden für Upload. Und ich hoffe, es klappt. Dann, es hat funktioniert. Jetzt kommt der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Ich bin gelandet. Digga, ich habe digitale Schellen seinen Vater bekommen. Ich bin gelandet. Wieso? Ich habe Internet. Meine Frau so. Ich habe gewartet, bis dein Flug ging. Du hast nicht geschrieben. Ah. Füg jetzt diese traurige SpongeBob-Musik ein. Auf jeden Fall. Ende der Geschichte. Ich habe reingeschissen. Ich glaube, ich muss hier bleiben. Ende der Geschichte. Heiratet, weil ihr werdet bekocht. Das erste, was wir mit Abu lernen. Kappe, Kapaneo. Ey, das hab ich mich die ganze Zeit gefragt. Was heißt das? Kappe, Atschaneo. Die Tür öffnet sich. Au. Oh. Eigentlich selbst erklärend, Digga. Sag mal Kappe, Kapaneo. Kappa, Kaperiosch. Genau so. Sag du mal. Kappa, Kapaneosch. Lütfen, Kapi, Kapaneo. Lütfen, Kapi, Kapital, Bra. So sieht's. Friends, wir sind hier auf einer Terrasse und ich weiß nicht, was sie sich bei dieser Deko gedacht haben. Guckt mal, die Konsistenz ist irgendwie voll komisch und so. Wir machen jetzt einen auf Lifestyle-Blogger. Sag mal irgendwas richtig so Lifestyle-mäßiges. Islakmendil, sag mal. Islakmenderes. Genau so. Aber Bro, ich sag dir ehrlich, in deinen Flitterwochen hast du schon ein bisschen am Wohlstand zugenommen. Kein Problem, oder? Ich bin 368 Monate alt. What the fuck? Sieht aus, dass ich ausgerichtet bin. Einfach so, ich bin 368 Monate alt. Weißt du, wer du bist? Wer? Sheldon Cooper. Mich werden jetzt viele haten, aber wer das ist, ist mein Erzfeind. Ey Leute, das damals war übrigens ein Witz, dass Abu Rapper werden wollte, aber jetzt hat er einen. Ey Bro, bis heute wurde das aufgelöst. Ich dachte, jeder wird sehen. Ihr Dreckigen, ihr habt nicht mal geguckt, ich schwöre. Ey, bis heute Leute schreiben mir, Bro, zieh durch, wann kommt dein Track? Was? Was ist los? Das ist ein Social Experiment. Tomato Leaks lädt noch Video hoch.
Experiment. Komm, sag du irgendwas Vlogmäßiges. Okay, Freunde, wir haben hier eine kleine Kanne. Da ist Tee drin, Apfeltee. Wir haben hier Apfelstückchen. Ganz anders als dieser synthetische Apfelscheiß, den du sonst im Supermarkt kriegst. Das ist gut vitalisierend, hat sehr viele Vitamin B und C. Holla, die Landfee, Digga. Und ich habe gehört, du kannst es auf deine Haut treiben und das ist gut für die Haut. Kannst du machen? Du reibst es auf die Haut und guck mal, da passiert einfach nichts. Du musst jetzt eigentlich als Blogger so diesen Handmove hier reinmachen. Zunächst 10. Bis dann. Wir zwingen jetzt Maestro Fisch zu essen. Mehr davon erfährt ihr in der nächsten Folge. Boah, wie gut du auf dieser Kamera aussiehst, Digga. Danke sehr. Ciao, wir nehmen. Erstmal Real Talk, ne? Wieso gehst du nicht zum Friseur, Bruder? Ich meine nicht die Haare kürzer machen, ich meine wenigstens so die Augenbrauen ein bisschen menschlich aussehen lassen. Ich sehe aus wie ein Real-Life Assassin's Creed Character. Sowas reden sich Leute heutzutage ein, um ihr Selbstbewusstsein zu pushen. Malik hat endlich Freunde gefunden. Was sagst du dazu, Malik? Meine Bres. Hey, Friseur! Was willst du, Bre? Ich kann keine Katzensprache, auch wenn ich obdachlos aussehe. Das ist alles, wie sagt man? Metapher? Nein, das ist alles Show. Ich geb dir ein Taui, wenn du ins Wasser reinspringst. Lilla, natürlich. Maestro, weißt du, an wen mich diese einäugige Katze erinnert? An dich, weil du auch so ein hungriger Mensch bist im Leben. Du bist fleißig, du machst dein Ding, dein Spaß. Das ist das erste Mal, dass wir mit den Jungs am Strand sind. Auch wenn es nur ein Hafen Zwiebeln? Ist. Was ist das? Bitte isst die Zwiebeln. Isst du sie? Socially awkward, over 30-year-old person. Nein, das ist nur Zwiebeln. Es hat einfach nach Fisch geschmeckt. Malik, ja? Warte mal, was hast du da hinten, Digga? Du hast hier hinten irgendwas. Mein Arschloch, oder was? Digga. Oh, was ist alles drin, Junge? Fucking unangenehm. Ich muss euch ehrlich was erzählen. Sorry, dass ich dich expose auch an der Stelle, Maestro. Seitdem Majestic Morning so gut läuft, hat sich Maestro verändert. Letztens, er isst einfach einen Joghurt. Und kennt ihr das? Normal, man leckt den Deckel ab. Er hat einfach nicht Deckel abgeleckt. Ich heb die Deckel inzwischen auf für schlechte Tage. Und dann, wenn irgendwann YouTube nicht mehr läuft, dann leck ich diese ganzen Deckel. Dann stell dir mal irgendwann und sitzt in der Ecke und frag, ey, was machst du da? Ich bin am Lecken. Leute, ich habe hier einfach einen Bre gefunden. Bre, was geht? Soll ich dich mit nach Hause nehmen? Bre, wieso verlässt du mich jetzt? Geh nicht! Sitz! Oh shit. Gib Pfötchen. You betrayed me. Ich werde dir jetzt ein paar Namen nennen und du musst mir sagen, stimmt, gibt's oder okay. Gibt's nicht? Ich bin, Wallah, ich bin gespannt. Namen in der Türkei. Tipsis. Ich sag gibt's. Am Ende, das heißt so was wie kleiner Penis. Ja. Tipsis gibt's nicht. Der nächste Name. Cemil. Cemil, ja. Hab ich sogar schon mal gehört. Sandalier. Sandalia? Sandalie. Ja. Gibt es? Ja. Nein, heißt Stuhl. Scheiße. Du hast einen letzten Versuch. Okay. Karpus. Karpus? Nein, gibt sich, heißt doch Wassermelone. Verdammt. Hans Hof. Quasi in... Hey. Friends, ich bin gerade aufgestanden. Hab mich direkt angezogen. Wir gehen jetzt ein Outfit für Abu kaufen. Abu weiß noch nichts. Wir sind vor ihm wach. Es ist morgens früh. Kennt ihr diesen jungen Herrn, der gerade komplett überbelichtet ist? Das ist einfach Heikel, hab ich gestern erfahren. Nein, die andere warst du, gell? Ja, der andere. Sorry, er war der andere. Wir warten jetzt hier, damit wir ein Geburtstagsgeschenk für Abu kaufen können. Und zwar haben wir uns überlegt, wir kaufen ihm Klamotten. Ich wollte ihm eigentlich unbedingt eine Reise nach Disneyland schenken. Aber die Jungs waren dagegen, haben gesagt, das hat er nicht verdient. Und so. Gerade hat mich Abu angerufen, da wir unterwegs sind und ihm ein paar Sachen besorgen, konnte ich nicht rangehen und musste vorgaukeln, dass ich schlafe. Wir haben hier wahrscheinlich den gutaussehendsten in ganz Istanbul. Das ist Berkan Abi. Er ruft schon wieder an und ich kann leider nicht rangehen. Abu, mein Bruder, es tut mir sehr leid, wenn du das siehst. Ich wurde gezwungen. Wenn ihr mir helfen wollt, schreibt in die Kommentare. Nein, scheiß drauf, schick mir einfach Geld. PayPal. So, wir haben hier Teile ausgesucht für den Bruder. Denkt ihr, wird es ihm stehen? Ja, vor allem das Produkt, 100% Garantie. 100 Jahre Garantie! Er wird es lieben. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Abu hat mich dreimal hintereinander angerufen. Er schreibt hier, Bruder Herz, ich hoffe, du schläfst noch und alles ist okay. Wallah, ich mache mir irgendwie Sorgen. Ich habe mich erst später bei ihm gemeldet und meinte, Bro, ich habe es Achtung gecuttet, verpennt sein Onkel, wo seid ihr? Ich habe, oh shit, alles gut, Bro, sind zu Hause. Ich habe den Jungs jetzt gesagt, dass sie rauskommen sollen, dass ich in 10 Minuten da bin. Die wissen von gar nichts, dass wir gerade im Shoppingcenter waren und dass wir heute für ihn singen lassen werden, damit er sich so richtig schön wegcrincht. Ich bin gespannt, wie Abu das aufnehmen wird. Bis gleich. Der Bre hat Geburtstag. Ja.
steht. Fuck, lass die Nuss drin. Krass. Stell vor, sie hätte den Kuchen rein. Das ist kein Kuchen mehr, das sind nur noch Nüsse. Ey, Jungs, ich beiß da safe jetzt nicht rein. Du musst reinbeißen. Ah! What the fuck, Bro? Ey, Bro, das ist heiß. Ey, nicht, dass es zu heiß ist jetzt. Ich würde dem Kuchen wegen dem Special Day 10 zu 10, weil ihr das so süß bestellt habt, aber an und für sich vom Geschmack her 8 zu 10. Ist nicht der krasseste Kuchen. Also Barış, du bist jetzt offiziell Teil auch von diesem Clock. Sag mal einmal in deinem Leben etwas, was nicht cringe ist. Der Vollbock, mich wieder von der Software abschießen zu lassen. Jungs, bitte hört auf. Boah, das war cringe. Boah, ich bin richtig rot, Jungs. Hört auf, bitte. Boah, sieht schon krass aus. Ist krass, oder? Walla, ist heftig. Sehr richtig gut. Süß. Auch, dass der Bre mitgedacht hat mit Naruto, Uzumaki und so. Aber trotzdem bin ich innerlich gerade tot. Ich hoffe, du weißt das. Berkant Abi hat das alles eingefädelt für unseren lieben Abu. Einmal auf Applaus für Berkant Abi. Echt heftig. Freunde, das ist das Ende von dem Clock. Diesmal war vielleicht nicht so viel Autismus drin wie sonst. Ja. Aber wir haben uns wieder gesehen und wir haben uns sehr gefreut. Wir haben uns auch ein bisschen gewandelt, sind ein bisschen erwachsener geworden, aber an und für sich im Kern immer noch die gleiche. Ah! Spastis, wollte ich gerade sagen, aber du hast ja gerade bestätigt. Ey, kurzer Retalk zu dieser ganzen Sache hier. Der Bre Maestro und diese ganzen anderen Bres veranstaltet haben, war da richtig süß. Ich weiß es auch sehr, sehr zu schätzen, Bro, dass du diese Weltreise gemacht hast, nur um mir einen schönen Tag zu bereiten. Ich schwöre, ich hatte das auch die ganze Zeit im Kopf. Und du weißt auch generell selber, dass ich so ein Mensch bin. Manchmal random, wenn du irgendwas machst. Ich lobe sogar Kleinigkeiten. Ich weiß. Und voilà, ich habe alles gemerkt, wie viel dir du Mühe gemacht hast. Ich weiß auch, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die krass Wert auf Geburtstage legen und so weiter. Aber du weißt selber, mir ist das wir nicht. Beide tun das gar nicht. Mir ist das gar nicht wichtig, aber ich habe gemerkt, dass ihr mich glücklich machen wollt. Und natürlich bin ich dann nicht auf Krampf glücklich, aber es macht mich auch glücklich, dass ihr mich glücklich sehen wollt. Es gab sehr viele Geburtstage, da haben wir gar nichts gemacht. Genau. Wo das die Situation nicht zugelassen hat. Aber diese menschliche Liebe, ein Ohr und ein nettes Wort hat man immer. Und Bro, wenn du bedenkst, wie viele Menschen gibt es, die so auf richtig arm in ihrer Story vorher posten, dass sie morgen die Geburtstag. So, und guck mal, ich muss es nicht mal sagen. So viele Menschen haben mir gratuliert. Meine Bres haben sich richtig Mühe gegeben. Bro, habe ich es einmal angemerkt oder so, habe ich es einmal gesagt? Nein. Voilà, die haben es einfach selber gemacht und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Ich bin sehr, sehr dankbar, von guten Menschen umgeben zu sein. Ich küsse deine Seele, Bro. Mit Alim stehen wir natürlich auch ständig in Kontakt. Der war auch sehr, sehr traurig, dass er nicht kommen konnte. Ich glaube, hat man auch an dieser einen Story von ihm gemerkt. Also ich als Bruder merke das auf jeden Fall, Attila auch. Den ganzen Tag haben wir uns einerseits auch sehr traurig gefühlt, weil ein Teil einfach von uns nicht hier sein kann, aufgrund von Regeln, Gesetzen, die wir einfach nicht geschafft haben, irgendwie zu umgehen. Und dementsprechend, ich werde jetzt auch heute Abend wieder zurückfliegen und werde unseren Bruder Alim trösten. Alim, wir lieben dich alle. Guck mal, du machst einfach so, du reichst meine Umarmung an ihn weiter. Okay, mach ich. Okay. Auf jeden Fall noch was ich sagen wollte. Wallah, an wen ich extrem oft gedacht habe an diesen Geburtstag, Safia und Saifullah. Ich vermisse die unnormal, weil die sind für mich so wie meine eigenen Kinder, wisst ihr? Das ist heftig für mich, weil ich habe die gesehen, kleine Scheißer, wo ich Saifullah manchmal in der Hand hatte. Er hat sich die Windeln vollgeschissen. Und inzwischen, er rennt durch die Wohnung, redet Freestyle und so. Schon heftig für mich zu sehen. Und Safia putzt sich allein die Zähne. Was ist das, Bro? Die konnte nicht mal ihre Arme bewegen. Ich höre, genau so. Krass, Subhanallah. Komm in die Mitte, Bruder, komm in die Mitte. Ey, es sah irgendwie aus, als wäre es auch mein Geburtstag, weil ich von nichts wusste, wisst ihr, ich meine so. Ey, das Ding ist, diese Leute kommen mit Torte, ich werde rot, Malik wird auch rot. Das war das Ding, Walla, ich wurde echt rot. Ich wusste halt auch nicht, was mich erwartet, weil ich von nichts wusste so. Ihr wisst, dass normalerweise die Clock-Reihe ein Ding zwischen Abu und mir war, aber Malik ist ein fester Bestandteil dieser Truppe. Clocks kann es und wird es ohne Malik nicht mehr geben. Wir werden zu dritt Istanbul auseinandernehmen. Eigentlich Alim auch, aber Alim ist immer so. Stellt ihn euch hier vor, sein Gesicht. Das Ding ist, wir wollen testen, ob die Clock-Reihe auch mit einem Obdachlosen ankommt. Das
ist irgendwie so ein Social-Experiment. Welcher Power Ranger bist du? Ich glaube, ich bin der Weiße. Ich bin der Schwarze. Du? Ich bin okay. Er ist Pink. Er ist Pink Panther. Bitte sag mal, wie drip hat diese Jacke? Menace to Society. Ist Sarah die Jacke? Yeah. Sieht fresh ja, aus. Geisteskrank aus. Dankeschön. Scheiß auf Flex. Das Einzige, was wichtig ist, ist dein Herz. Das war süß, oder? Das war echt süß. Das war cool. Was ist deine Droge? Meine Droge? Dein Gesicht. Liebe.